Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Tekken 3 Fighter Season. Und dieses Mal ist der Ogre hier dran, ne? Mal gucken, wie ich mich mit dem so schlage. Also der andere war ja ganz gut, würde ich jetzt mal behaupten. Aber der hier, da bin ich echt gespannt, was das wird. Kann ich mir vorstellen, dass das sich alles ein wenig tricky gestaltet. Ey, ein Tritt und wie viel er mir abgezogen hat. Okay. So, jetzt natürlich schön am Boden halten den Gegner. Wow. Also das wird definitiv ein bisschen crazy. Also, okay, der war gut. Der war gut. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber es hat gewirkt. Aber man hat direkt gemerkt, Wonan hat richtig viel Schaden gemacht. Der hat mir mit einem Kick ein Viertel oder so abgezogen. Da habe ich noch zweimal versucht zu greifen. So, das hat er überhaupt nicht... Hat ihn gar nicht gejuckt. Boah. Ja, war gut. Nein, war nicht so gut. Oder beziehungsweise war doch eigentlich ganz gut. Der war auch ganz gut. Ja, und ciao. Schöne Sache. Noch geht das, aber das täuscht alles ein bisschen. Also wir werden definitiv nachher hinten raus spätestens Stage 6, 7 richtig Probleme kriegen. Das täuscht alles im Augenblick. Ah nein, er sollte nach unten treten. Okay, hat er trotzdem gemacht. Das ist ganz gut. Nein, nein. Das ist ein bisschen blöde, wenn er den Tritt nicht so, den Griff nicht so erkennt, beziehungsweise natürlich ist das mit dem Kick auch blöd. Ne, manchmal kicke ich nach unten und er kickt irgendwie nach oben, keine Ahnung warum. So, solange die Griffe noch gehen, müssen wir sie natürlich nutzen. Hier und da haben wir Probleme mit den Griffen, weil er irgendwie das Ganze nicht so wahrhaben will. Beziehungsweise die Griffe dann in dem Moment auch immer wieder ja ignoriert werden oder ausgekontert werden oder ja geblockt werden, aber irgendwie ist das eher ignorieren als alles andere. So, auch hier funktioniert der Griff wieder, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, bei ihm wird das jetzt nicht greifen. Ah ja, der war schön. Nee, der war nicht so schön. Ich habe auch getreten, aber gerade so beintechnisch werden wir hier immer wieder Problemchen bekommen, denke ich mal. Es überrascht mich selber schon ein bisschen, wie gut wir hier durchkommen, aber vielleicht sollte ich das eher nicht sagen. Ja, da geht's schon los, da ist er. Oh, wie viel Schaden das gemacht hat, ey. Nee, das war nicht cool. Ja, der war gut. Probieren wir es nochmal. Und auch wieder den hat er geblockt. Mach ich gerne nochmal. Ja, der war schön. Und der war auch schön. Manchmal muss man einfach ein bisschen dirty spielen. Bevor die dirty spielen, ne? Guckt euch die anderen Parts an, dann wisst ihr genau, dass das auch mal ganz schnell in die andere Richtung kippen kann. Ja, da hat er wieder geblockt. Oder, oh, halbe Energie weg. Durch diesen einen Move. Das wird anscheinend blöder ausgehen hier. Man merkt auch, der Block erfolgt schon krasser. Und, boah, da haben wir Glück gehabt. Dass wir ein bisschen schneller waren, aber er hat schon den ersten Kick, also diesen Luftsprung-Kick, den wir da machen wollten, ganz locker abgeklatscht. Nee. Boah. Ja, da haben wir unseren Gegner, denke ich mal, gefunden. Also, man hat schon gemerkt, hier vorher hat es auch schon gekippt, also hier gar keine Schnitte gehabt. Gar nichts zu holen gewesen. Man hat es direkt am Anfang gemerkt, wieder einfach der... Ja, der Griff schon überhaupt nicht anerkannt wurde, direkt ausgekommen. Okay, perfekt, alles klar. Ja, wie gesagt, hier und da sind wir vielleicht ein bisschen unfair, beziehungsweise machen immer wieder den gleichen Move und so. Aber ich kenne das auch anders, ne? Und man sieht es hier, zwei Schläge, halbe Energie weg. Also das geht auch ganz schnell in eine andere Richtung. Ja. Nee. Nee, 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 kannst vergessen, kannst vergessen. Das war nix. Natürlich haben wir uns jetzt zweimal nach vorne gerollt, das war ein Fehler, aber ich hatte gehofft, dass wir vielleicht einmal irgendwie ein bisschen durch das Ding durchkommen. Guck mal, wie viel er abgezogen hat, wie viel ich abgezogen habe. Ja, natürlich hat er den geblockt und den auch. Oh nein, ey, dieser Angriff von uns hat wieder zu lange gedauert. Na?
Boah, da hat er den... Mach was. Ja, na klar, come on. Ja, na klar. Da hat man gemerkt, dass also dieser krasse Move, wie er da ausgewichen ist und dann natürlich den Griff angesetzt hat. Das war wieder so diese Perfect-Nummer. Also, dass da für ihn alles glatt gelaufen ist. Ey, wie viel das einfach abzieht. Und natürlich kommt hier wieder der Block ins Spiel und hier auch. Nee, ganz vergessen. Das ist zu kotzen. Ja, weißt, ich habe mich doch auch zur Seite weggerollt. Warum hat er denn getroffen? Boah, ey. Heihashi, ey. Man merkt richtig hart, wie viel... Ja, natürlich ist er schneller als ich. Man merkt richtig hart, wie krass er da... Ja, auch wenn ich mich nach hinten oder zur Seite wegrolle, er trifft trotzdem. Ja, genau. Also Heihashi hier, unser Kryptonit. Ich hatte es ein bisschen befürchtet. Nee. Also zwei Schläge, yo, halbe Energie weg. Kannst alles knicken. Ja, und natürlich kommt dieser obligatorische Block wieder. Keine Chance. Also er blockt meine Attacken einfach ab und dann ist das Thema durch. Nein, er kommt, ja natürlich, mein Griff sitzt nicht, seiner sitzt. Ups, wollte ich nicht. Ja, sorry, ich habe mich nach hinten weggerollt. Keine Ahnung, warum er sich da wieder nach vorne wegrollt. Das macht er sogar perfekt, das Ding hier. Doch nicht. Hey, den Tritt habe ich heute noch gar nicht gesehen. Also nicht nur ich mache immer das Gleiche, er kann das auch. Pff, ich hasse es, ey. Wenn er ein... Weißt du... Lass mal einen auf dich mit so einem Sprung zukommen und dann halt mal deine Hand einfach nur in die Luft. Mal gucken, was denn passiert. Ich glaube, er macht mehr Schaden als du. Ja, komm. Wieder nix. Also du hast immer einen dabei, der dir mega auf den Sack geht. Das vergessen, ey. Ich weiß nicht, warum er getreten hat. Ich habe geschlagen. Nee. Ich habe auch getreten, hast du gemerkt? Jo. Ja, das war dumm. Da hatte ich gehofft. Ja, ich kann nichts machen. Kannst vergessen. Kannst vergessen, Heihashi ist im Nervensägen-Modus. Das ist richtig zum Kotzen alles. Ja, und dann sitzt der zweite Schlag nicht, weißt du? Das ist auch so lächerlich. Und der Block. Ja, und er rollt sich natürlich perfekt weg, kann dann mit dem Tritt... Na klar. Und wieder nichts gewesen. Kannst vergessen, also das ist... Schlechte Balance in dem Spiel, leider. Man muss schon sagen, das ist tatsächlich... Ja, kannst vergessen, jetzt fängt er hier wieder an mit seinem Superheldenmodus. Natürlich, der war gut. Ja, und dann sitzt mein Tritt wieder nicht. Tschüss. Boah, Heihashi. Ey, Nervensäge over 9000. Aber wie gesagt, das ist einfach schlecht ausbalanciert, wenn du die ersten Gegner so locker wegdrischt und der letzte Gegner oder einer der letzten Gegner hier auf einmal alles wegblockt. Also das ist schon... Guckt euch das hier an, Alter. Nee. Nee. Ja, genau. Jetzt macht er das noch, pass auf. Jo, alles klar. Guck mal, wie wenig Energie er nur noch hatte. Auf einmal hat er alles weggeblockt, auf einmal war er immer der Schnellste und ja. Auch schlechtes, schlecht balanciert in dem Match. Das Ding hätten wir nämlich gewonnen. Also da hätte er vorher schon mehr Schaden machen müssen. Wenn er dann alles mit einmal so, das ist einfach Müll. Das ist einfach Quatsch. Ja, und er ist natürlich der Schnellere. Er hat auch die Rolle gemacht und ist schneller als ich. Nein, kannst vergessen. Zum Kotzen. Weiß ich nicht, gerade Heihashi so, das war mega zum Kotzen hier. Ogre, das war eben auch totaler Quatsch. Wo er denn zum Schluss auf einmal mich da sozusagen, also er hat mich ja fast perfekt sozusagen weggemacht in dem einen Durchgang. Ne? Er hat ja dann, nachdem ich ihm da 4/5 sozusagen weggenommen habe von der Energie, hat er ja auf einmal gar keinen Schaden mehr kassiert. Ja, ich habe auch getreten, hast gemerkt, ne? Aber sein Tritt sitzt. Und damit haben wir... den Ogre auch gepackt. Wir gucken uns den Film trotzdem an, auch wenn wir mit dem anderen Ogre den gleichen Film hier geguckt haben, werden wir uns den jetzt hier nochmal reinziehen.
So, schönes Ding. Damit haben wir den fliegenden Orgel jetzt auch durchgekloppt. Und dann hoffe ich, seid ihr beim nächsten Fighter auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.